Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Wieder mit am Start die Marv und der Xentor. Und jetzt habe ich dich durcheinander gebracht, weil ich mit Marv angefangen habe. Ich habe jetzt meine Head-Kamera angemacht, ich streame jetzt den Nobody damit. Sie haben den getauscht. Wie ihr hier sehen könnt, streame ich jetzt den Nobody. Nein. Megan Marsh ist ein Allegeist. Wir sollen ein Foto vom Geist machen, EMF und unsere Sanity verlieren. Ich habe keinen Bock. Ja, gell, die muss man dann erst wieder suchen und so. Die liegt dann irgendwo rum und dann wird sie dreckig. Ja, schlimm so. So, ich hol mal EMF wieder mit, Taschenlampe und was holen wir noch? Hä? Hallo? Hast du die Kamera wo? Nö, ich hab mein übliches Audio-Equipment. Und ich hab Dingsi-Bumsi mit. Ich weiß gar nicht, wo meine Kamera an ist. Egal. Ja, sie hat gepiepst, also sollte sie. So, mittleres Haus. Hat sie nochmal gepiepst. Habt ihr geguckt, wo der Lichtschalter ist überhaupt? War da dabei? Ich gucke immer noch auf die altmodische Art. Elternzimmer. Einhalb Ausschlag. Also in der Garage ist er nicht. G-Garage. In der was? In der G-Garage ist er nicht. Warum kriege ich das Ding nicht? Jetzt. Welches? Also ja, genau. Ein Hase. Ja, die schon. Ja, es wird auch schnell kälter. Okay, dann hier verstecken ist nicht schlimm. Bist du hier drin? Im Klo kann es auch sein. Ein Kleist. Oh, Ja. Muss man sehen, dass ihr im Äpfel geworfen. Also hier hätte ich keinen Ausschlag. Ich hab gerade gepiept. Macht immer so ein lustiges Bibeli-Bieb-Geräusch. Was denn? Ein EMF, wenn es was empfängt. Hast du auch eins? Nee, deins hat gebibeli-biebt. Nö. Meint war aus. Doch. Ist aus. Okay, also irgendeins hat gebibeli-biebt. Okay. Er wird schon aktiv. Okay. Wo ist die hier? Ich bring hier die Kamera mit. Ach, du hast schon eine hingestellt. Ja. Okay. Radioactive. Dann nehme ich den Upsi-Bupsi mit. Upsi-Bupsi, Fachbegriff. Mal die normale Knipsografie-Kamera. Ist das eigentlich ein Alle oder ein Einzelbild? Alle. Alle. Genau. Ich habe das Radio und das Heftchen. Ich habe die Dotti und die Knipsi. Wenn noch irgendwas finden. Ja, cool, dann habe ich ja gut, dass die Knipsi dabei hat. Die Kamera steht hier. Lege ich den Dotmeter am besten da ab. Prallt er hier so in den Raum, dann muss der da durchgehen. Okay. Er ist noch ganz schwach, ja. Der Handabdruck. Ja, ich sehe ihn mal. Mach mal dein Licht aus, bitte. Hab ich. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt drauf. Kannst du mal gucken, wenn du im Trakt bist. Also sag ich dir direkt. Aktivität steigt kannst wieder. Kannst du ihn ja nochmal fotografieren? Ich stehe gerade noch. Ja. Ich hab ihn geknipst, aber ich weiß nicht, ob er drauf ist. Hammer. Handabdruck ist drauf, Marv. Du kannst aufhören, drauf zu leuchten. Yay. Er hat gerade, glaube ich, das Plüschtier geworfen. Okay. Ich habe es so im Hintergrund gesehen, Marv. Hängt so ein Marv-Dekolleté im Bild. Wo geht's hier wieder runter? Raus, nicht runter. Ja, Orientierungssinn, das, was ich nicht habe, unter anderem. Alles gut. Das ist der blöde Schneemann im Hintergrund, ich dachte schon, was... Nee, links war das Ding, was geflogen. Wir hatten gerade eine 10er Aktivität. Okay. Also im F war maximal 3 bei mir eben. Headmaster Room. V-Hammer, definitiv. Beweise UV. Gehen wir mal rein. U-Hammer schon drin, ne? Ja. Ich kann auch Salz mitnehmen. So. Gute Idee. Ich nehme Kreuz. Soll ich die Kamera da lassen? Ich habe eine Handkamera. Nee, ich habe jetzt einen Sensor. Hol mal deine Fotokamera wieder mit. Okay. Komisch, habe ich, wie gesagt, jetzt dabei. Dass wir sonst keine Sachen gefunden haben, Knochen oder so. Wir haben ja noch nicht alle Räume durchgeguckt. Die können ja noch oben sein. Die Dinger. So, wo meinst du denn, dass er rumläuft? Ich vermute einmal hier und vielleicht da hinten sogar zum Bad.
Kleiner Tipp, ihr Lieben, ja. Platziert diese Lasersensoren immer niedriger, falls es Kindergeister sind. Das war der falsche Knopf. Wo ist das Buch hin? Hat das geworfen, dann ist gut, dann ist das nämlich ein Ausschlussverfahren. Ja. Wenn das Buch wegwirft, kannst du das Buch ausschließen schon mal. Also Geisterbuch fällt weg. Yep. Gut, dann haben wir ja noch genügend andere Dinge. Jeps, in der Tat. Sieben Stück. Ich würde sagen, ich hole noch mal hier einen Sensor und danach sollten wir anfangen, mal mit Licht- und Räucherstäbchen zu arbeiten. Ja. Was sagt deine Temperatur, Marv? 37 Grad? Okay, alles gut. 0,5. Oh, es hat gerade bei dir gehaucht. Ja. Hab es gehört. Genau, guck mal in die Richtung. Also ein bisschen mehr links, Marv. Genau, so hast du den Raum ein bisschen im Blick. Warum steht jetzt eigentlich alleine da? Ja, aber da sehe ich mit dem DOTS nichts. Hast du den mitgenommen? Nee, der liegt da. Eigentlich noch den zweiten platzieren. Centaur, was ist die Aktivität? Die ist gerade auf dem 9. Okay, ich bin bei dir, Marv. Danke. Jetzt ist er auf 6 gefallen. Hier. 6. Macht so zack, macht Zackenbild, jetzt ist stabil über 6. Aber wo hat er das Buch? Ah, das Buch, MF4. Der macht. Wo ist das Thermometer hin? Das hab ich in der Hand, aber. Hier in der Ecke ist der gerade. MF4. Die Aktivität ist jetzt bei 4. Sagt das Thermometer? 0,5 Grad. Das war ein 4,5 Ausschlag. Ich glaube, die Aktivität wird jetzt gleich steigen. Sollen wir raus? Warte noch kurz. Aktivität ist immer ist bei 3. Ach Mann, das Thermometer fällt halt ständig runter. Warum sind ihr alle mit eurem dicken Hintern von der Kamera? Ja. Wichtig. Doch, ihr seid so dick, dass ich nichts anderes mehr sehe außer Hintern TV. Warte. Ghost Ops kann über 5, über 5, über 5, über 5. Okay, dann ist es noch ein Djinn und ein Goilo. Und da wir keine Dots, was wäre denn der Goilo? Aber jetzt kam der Aufschlag eigentlich zur Schwelle zur Küche zu. Wenn er Gefriertemperaturen produziert, dann wäre es ein Djinn. Es war halt bei 0,5 Grad die ganze Zeit. Ich hatte diese 0,5. So. Ja! Wir müssen nochmal rein. Ich platziere jetzt nochmal gleich eine andere Kamera. Ja. Kann einer nochmal einen Lasersensor mitnehmen? Ja, habe ich einen. Das wäre gut. Und dann quasi zur. Was für das mal, Flul? Ja, was soll ich denn noch mitnehmen? Eigentlich, was war denn das jetzt? So, hier rüber. Warum? Warum geht die Kamera. Ah, egal. So. Hast einen Sensor? Nee, du hast keinen Sensor. Nee, Sensor nicht, aber kann ich gerade holen schnell. Also, relativ schnell, du weißt ja, ne? Rentner schnell. Mopsgeschwindigkeit. Also ich nehme mal beide Sensoren mit. Nee, ich habe auch die andere Knipsekamera, ne? Ich könnte auch nochmal im Haus rumlaufen. So. Ich gehe dann an dem Eingang zur Küche hin klatschen oder was? Genau da. Ich habe hier unten jetzt den Meter hingeschmissen. Ich weiß auch nicht, ob das dann so. Habt ihr den Fußabdruck? Fußabdruck wo? Schlafzimmer. Oh, Schlaf, ja. Fußabdruck. Oh, lauf, yeah. Junge, lauf, lauf, lauf. Ihr Fußabdruck ist gemacht. Hab ich geknipst. Wie ist denn die Aktivität jetzt? Kann mal einer gucken? 2. Ich würde dann nämlich gerne nochmal oben abchecken, ob ich da einen Knochen oder sowas finde. Ja, du kannst auch gucken wegen Temperatur, vielleicht dann nochmal kurz. Ich glaube nicht, dass er oben irgendwo wohnt. Ich hoffe mal, dass ich hier oben relativ sicher bin.
Also da zum Übergang zur Küche sehe ich keinen Ghost Orb bis jetzt. Aktivität ist bei 0. Irgendwo hat es jetzt gepiept. Weiß nicht, welcher Sensor das war. Es scheint keine Überreste zu geben. Und da oben jedenfalls nicht. Das war der Sensor. Er kommt, glaube ich, jetzt raus. Finde ich nicht gut. Dann gehe ich auch raus. Er hat auf mich. Den zweiten hat er bis jetzt noch nicht ausgelöst. Aber er spielt mit Türen. Ah, kommt sie auch? Ja. Gut. Okay. Also oben waren auch keine Sterblichen. Ich habe jedenfalls keine sterblichen Überreste gesehen. Aktivität 6. Hier bei dem Küchending, ich glaube, das ist eine Hohlbohrer. Hohlbohrung. Ich glaube, die Headkameras kann man wieder ausmachen. Ich glaube, so ein DOTS kannst du eigentlich ausschließen, denke ich. Ich probiere nochmal Licht am besten. Das Lichtche. Weg. Also wenn DOTS wegfällt, kann es nur noch der Djinn sein. Ja. Will den aus. Okay. Wir versuchen es, meine Lieben. Ich bin bereit. Ah, alles drin, alles dran, alles drum. Ich hoffe. Ah. Oh, unsere Stamina, unser Dings. Marv, du warst unter 20. Ja. Sehne die Stamina. Kann ich liegen wieder falsch. Ja, bei der Sanity, ja. Ja, Goryo. Natürlich der Goryo auf. Mann, ey, Leute, das ist doof. Wenigstens ein paar. Trostpunkte. Das ist irgendwie. Räucherwerk wurde. Also, alles ist aktualisiert. Da würde ich sagen, noch eine, komm. Na gut, okay, nehmen wir das kleine Haus, das sieht am schnellsten. Okay, dokey, here we go, ich bin bereit. Tanglewood. Start. An was erinnert mich Tanglewood? So, es ist ein Allegeist. Tanglebock? Nee, nee. Foto vom Geist machen, 25% Sanity und Räucher. Okay, diesen haben. Ja, die haben alles fluchtartig verlassen. Könnte schon mal ein Hinweis sein, dass es ein sehr aktiver Geist ist. Achso, ich habe die Lampe jetzt nicht dabei, aber egal. Hallihallo, hallisch. Der Geist in deinem Küche. Brauchen wir denn hier was? Kann auch sein, dass die Geister ab und zu mal das Waschbecken anmachen. Da hat man auch eine Plörre im Waschbecken. Wie auch immer der Geist das macht. Oh. Einfach die Wasserleitung ein bisschen abnutzen. Habt ihr schon mal in eure Wasserleitung geguckt, in die Rohrleitung? Da liegt ein Knochi, denken Sie, hier im Raum, wo man in die Garage rübergeht. Okay. Fußknochi. Wie kommen? Hier wird sehr schnell sehr viel kälter. Sicherungskasten ist gebunden. Und aktiviert. Und er ist hier in der Garage. Hast du EMF? Nein, aber ich habe ihn gehört. Er hat mir was gesagt. Guten Tag, ich will Ihnen was verkaufen. Mikrofon ist gesetzt. Das ist interessant, weil links wird es halt sehr viel kälter. Okay, also ich habe Spukgeräusche jetzt in der Garage gehabt. Okay, weil links in den Räumen ist es halt extrem kalt geworden. Also sehr schnell okay. Kalter. Kann ja nobody nochmal gucken mit seinem Ämpchen. Wo links in den Räumen meinst du? Habt ihr hier gerade das aufgemacht? Ich nicht. Was aufgemacht? Hier ein Kleiderschrank, Wandschrank. Oh, wo ist denn dieses Kinderzimmer-Ding? Vorne? Ja, halt hier nochmal. Da war ich zuerst, da hatte ich keinen Ausschlag. Nee, ich such diesen einen Raum mit diesem Kinderbett. Hier, gegenüber von dem blauen Zimmer, wo du warst. Ja, genau da. Da ist es extrem kalt. Okay. Dann, weißt du was? Und wir haben einen Handabdruck. Oh, das ist ja schon mal was wert. EMF ist immer noch. Margenlicht aus. Kann dann natürlich in der Garage sein oder in dem Vorraum. Oder halt bei euch. Ich würde fast sagen bei uns.
Ich würde euch sehen, wenn ich die Kamera checke. Hat, wer hat, also Norbert, hast du gerade noch das Licht angemacht? Ja, hatte ich. Okay. Der Marge ist bis... Ach, diese doofen Schneemänner. Ja, nee, ich habe gedacht, das wäre ein Geisterorb und so. Und er spielt mit der Tür. Ja, was ist zu machen? Der Böse! Ist er vorne bei dir? Ist er jetzt vorne bei dir, oder was? Ja. Okay, dann stellen wir die Kamera halt mal dahin. Hast du auch eine dabei, oder was? Ja, extra dafür. Okay. Hol ich den Kram aus der Garage wieder, ne? Was ist den Sensor? Ich schmeiß mal das Thermometer irgendwie in die Tür rein. So das hintere Zimmer, ja? Ja. Okay. Könnt ihr da mal bitte das Licht ausmachen? Warte. Ich nehme mal das Buch mit und das Fackelding. Magst du dann Salz und Kreuz mitnehmen? Ich habe gerade das Dotz, was ich mitnehmen würde. Ich habe einen Dotz hingelegt jetzt. Achso. Dann mach Licht also mit eins. Aus. Ja. Eis könntest du auch mal was machen. Leg's also. Doch hin mit F. Du hast das Dotz platziert? Ja, mit F kannst du es platzieren. Ja, aber ich sehe es nicht. Gib uns ein Zeichen. Ich hab's auf die Kiste gelegt, damit der ganze Dings benutzt werden kann. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Rede mit uns. Schreib ins Buch. Bist du es gerade mit einem zweiten DOTS? So. Oder? Ja, ich habe ein zweites Ding getan, weil. Ah, okay. Ich habe gar nichts gesehen auf der Kamera. Ich glaube, er. Weil Xenso hat, glaube ich, die andere Richtung beleuchtet, die nicht so von der Kamera passt ist. Ja, ich kann ja noch eine Kamera holen. Da steht ja noch eine in der Küche dumm rum. Irgendwie sind diese Head-Dinger irgendwie sinnloser, als sie sinnvoll sind. Tja. Ja, es sind unnütze Kameras, die eigentlich eh nie was sehen. Früher doch, schon. Ich glaube, das Licht hat geflackert. Irgendwie hat meine Figur manchmal irgendwie so einen Rechtsdrall. Ich weiß nicht, wie sollte man das Zeug jetzt am besten platzieren, dass es im Licht ist? Er hat mir ins Ohr gehauen. Halt ins Ohr, Schnuggi. Bitte schreib ins Buch. Sprech mit uns. Sag etwas. Du, ich schmeiß es dir mal dahin. Ich weiß halt nicht, ob es hier so gut ist. Licht hat er ausgemacht. Ja, und die Kamera hat er weggeworfen. Also scheint er hinten in der Ecke zu sitzen. Raus hier. 5er Aktivität. Ja, ich renn schon. Uah. Null. Rediges. Kamuffelmännchen. Ahnung, wer das Kamuffelmännchen ist, aber irgendwie. Du hast es gerade erfunden. Genau. Ja. Demnächst kommt nachts das Kamuffelmännchen, nicht das Sandmännchen. Oder ersetzt die Heinzelmännchen. Ja. Sanity geht bei dir stark runter. Du warst am längsten im Raum auf. Wie immer mit meinem Thermometer Spaß. Auch kann ich diese Kamera nicht auf Nachtsicht umschalten. Die ist auf Nachtsicht. Hä? Oder müsste es auch grün sein? Ist es bei mir. Nee, nee. Okay. Dann sind wir uns beide nicht grün. So, gehen wir nochmal rein. Aktivität 0. Open. Hat ein Problem. Das könnte der Hintergrund sein. Und nochmal, ich will noch einen Laser. Ich halte das blöde Tonmikrofon dahin, ist mir nur Wumpe. Irgendwie ist meine Steuerung gerade ein bisschen verkorkst. Ja, da in der Ecke steht raus, er. Raus. Wo? Er hat im Gang gestanden. Hier? Ja, direkt hier an der Kommode.
Jetzt ist er wieder in den Raum rein. Bleib ins Buch, du Geist. Warte, warte, ich will Salz ausstreuen können. Ja, ich bin gleich tot. Die Tür ist... Ja, ist... Warte. Ich will nicht so öffnen. Ich kann die Tür öffnen. Marv, komm raus. Die ist tot. Und? Nein? Nein? Hi. Yay, dann komm raus. Ich habe aber jetzt bloß einen Salz, Salzklimper schon. Ist ja nicht schlimm, Marv. Hauptsache, du hast überlebt. Yep. Das ist das Wichtigste. Rauchwerk. Der soll auf Rauchwerk reagieren. Ich nehme mal mit, ne? Das hört sich an wie so eine New Age Band, so Rauchwerk. Rauch. Techno oder so. Ich bin gerade am, was heißt denn da? Sorry. Tu den Bewegungsmelder bitte woanders hin. Nö, ich hab ihn extra dahin gemacht. Der wird die ganze Zeit vom Schneemann ausgelöst. Lol. Drei Aktivität. Ja, ich warte, ich will ja eine Attacke jetzt provozieren. Hey, hallo Geist, ich bin hier. Buh, ich hab keine Angst vor dir. Ich dachte schon, der wäre so aktiv, aber das war der Schneemann. I have a Rauchwerk. Ach du, okay. Sechs Aktivität. Ich bring dir dann eine Kerze mit. Die musst du dann nur anzünden. Zehner ja. Aktivität. Ja. Ja, lass ihn. Ihr Jungs, der wird wahrscheinlich gleich hunten. Vielleicht. Ja, ich will, dass er ja huntet. Liegt im Kinderzimmer, die Kerze. Hey, hunt mich. Zehner. Mit der Tür rumgespielt. Kind, jetzt bring mich schon um. Kruzifixe müssten verteilt sein. Er will freiwillig sterben. Nein, wir haben aber den Missionsdings, dass ich ihn mit Rauchwerk beim Handen aufhalten soll. Okay, wir haben echt einen Bug hier mit dem Computer gerade. Sechser? Ach, geht das bei dir auch nicht? Ich kann gerade nicht mal die Kamera umschalten. Okay, ich dachte, das wäre bei mir vielleicht die Maus oder so. Oder er manipuliert die Geräte, was sein könnte. Glaube ich nicht. Sechser? Wenn ich hüpfen könnte, Geist, würde ich hüpfen, aber ich kann nicht hüpfen. Neuner. Zehner. Geh ich halt wieder. So, was haben wir an Beweis? Und dann komme ich wieder. Dann gehe ich wieder. Dann komme ich wieder. Dann gehe ich wieder. Komme ich wieder. Gehe ich wieder. Neuner. Ich räuchere dich jetzt so. So. Habe ich den Jungen mal ausgeräuchert hier. Ja, gerade hinter dir, glaube ich, diese Sonne ausgelöst. Boah, da ist die, da, aber durchs Räuchern ist die Aktivität richtig in den Keller gegangen, ne? Mhm. Usi hast du fotografiert, ne? In dem einen Lager. Das was? Fuß. Ja, ja. Lagerraum zur Garage. Hier, guck mal, oben links. Ja, okay. Ja, der Computer ist abgestürzt. Ja. Super. Wahrscheinlich ist das ein Standbild, was wir dann sehen. Ja, super, dann haben wir ja überhaupt gar nichts. Oder? Nehmen noch mal so ein Räucherding mit. Nobody, kommst du gerade mit? Vielleicht sind die Kameras ausgegangen. Vielleicht geht's deswegen nicht. Nee, das kann nicht sein. Weißt du warum? Die Hauskamera. Funktioniert ja das immer. Wenn jetzt ich gewesen. Hatten wir Violett jetzt? Aber die ist, glaube ich, aus der Kamera. Das war ziemlich dumm rum. Schreib etwas. Schreib etwas. Wie alt bist du? Aus, so wie das für mich aussieht. Ah, da haben wir einen Fußabdruck übrigens. Ja, mach da. Achte Aktivität. Wo ist meine Kamera hin? Da liegt sie hin. Ich glaube, wir haben Minusgrade auf der Temperatur. Ja, das ist Minus. Okay, raus. Ich habe Abwehrwaffen, also. Okay. Ich habe Euchi. Okay, Gefriertemperaturen also, haben wir. Was haben wir sonst? Ghost Orb sieht man keine. Die streiche ich, weil auch Dots streiche ich. Hatten wir ein Ultraviolett? Keine Ahnung, habe ich keinen dabei. Nee, ich hab einen dabei, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich was gefunden bin hinter dir, wenn er angreift, mache ich Räucherkäse. Ja. Er hat gerade angreifen wollen. Sieben Aktivität.
Er wollte gerade angreifen, das Kruzifix wurde geopfert. Und Xander, eine Sanity ist auch sehr rapide runter. Okay. Gut, dass das Kruzifix da war. Ah, ich hätte auch mit dem Räucherding machen können. Können wir sowieso laut Auftrag machen. So. Es brennt. Er ist ins Salz getreten. Ah, der Geist hat UV-Beweise hinterlassen. Okay. Schön. Okay, hat UV-Beweise hinterlassen. Okay, dann. Oh, hatte ich nicht angekreuzt. Habe ich nicht mal im Schirm gehabt. Nee, ja, deswegen habe ich gerade so blöd gefragt. Ich war mir nämlich auch nicht mehr sicher. Jin, Dämon oder Mimik? Wenn die Sanity richtig runtergeht, vermute ich schon Dämon. Ja, die ist schon ein bisschen tief. Was brauchen wir denn für den? Das könnte aber auch wieder ein Mimik sein, was er ja. Nee, das ist ein Geist. Geisterbuch hat da nichts geschrieben, der Tipp. Geist ist ja immer interessant. Kann er nicht schreiben. Ja. Und ein paar Überraschungen. Also okay, Dämonen fürchten das Kruzifix und sind in seiner Nähe weniger aggressiv. Ja, er wollte mich angreifen, aber das Kruzifix hat es verhindert. Gut, das ist jetzt das Audiomikrofon, die Geräusche, also nicht wundern, ne? Geht die Kamera jetzt wieder? Nein. Jin kann es nicht sein, wir haben keine Geister-Orbs. Versuche den Computer zu rebooten. Der Mimik, warte mal. Aber beim Spirit, schwächen das Verwenden von Räucherstäbchen in der Nähe eines Spirits halt ihn für längere Zeit friedlich. Für eine längere Zeit friedlich würde ich glaube ich nicht sagen. Also der war nicht längere Zeit friedlich. Außerdem ist der schon längst ausgeschieden. Also hier, das ist nicht stimmig. Guckt euch mal die Definition von dem Mimik an. Beweise, Geisterbox, Ultraviolett und Gefriertemperaturen. Aber bei Schwächen steht, in mehreren Berichten wurden Geisterorbs in ihrer Nähe gesichtet. Gut, Geisterorb. Fällt aber aus. Ja, es fällt aus, weil ich halt keine sehe. Das Nein, streiche Geisterorbs in deinem Buch, trotzdem ist der Mimik da. Ach so. Deswegen kann das mit dem Mimik hier nicht stimmen. Was da steht. Ja. Ultraviolett, weiß, Gefriertemperaturen und Geisterbox. Geisterbox würde den Mimik bestätigen. Ja. Den Djinn. EMF Level 5, Ultraviolett und Gefriertemperaturen. EMF war ja nada. Man müsste es halt nochmal messen. Aber da müsste halt einer müsste halt ein komplettes Räucherset mitnehmen und einer ein EMF daran haben, weil das auf den Boden legen, das bringt nicht viel. So, einer müsste mitkommen und das EMF halten und mitnehmen. Okay. Ich habe das Räucherstäbchen, wenn er angreift, kann ich das anmachen. Oh. Ich opfer mich. Das habe ich auch. Also einer muss mit einem aktiven EMF. Weißt du was? Lass du eine Sache hier, dann kannst du das Kruzifix am Anfang hier vom Flur nehmen. Und wenn jemand angreift, platzierst du das mit F auf dem Boden. Du hockst dich hin und platzierst es. Marv, kommst du? Ja, wer von uns geht jetzt rein, weil... Alle drei ja, müssen. Bisher gehen wir alle rein. Achso. MF3. Ja. Aufschlag 3. Platzier vielleicht doch mal schon mal jetzt das Kruzifix am Boden. Hier? Hier im Raum, hier im Raum. Am besten hier in der Mitte. Er läuft aber ja auch hier draußen und da ist ja auch ein Salzabdruck. Ja, ja, ich weiß, aber... Hier hat man wenigstens noch ein bisschen die Chance zu fliehen. Hast du es platziert? Warte, wo jetzt in den Raum rein? Oder? Ja, hier rein, mittig. Der müsste, also dann DMF schlägt also auch nicht aus, ja? Ich hatte... Oh, über 5, raus! Okay, dann haben wir das auch, dann haben wir nämlich den letzten Punkt, den wir brauchen. Ja. EMF 5, Jin, wird. Ja. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann hat das Spiel wirklich da einen kleinen Fehler. Ja, aber guckt euch doch mal alleine das mit dem Mimik an. Das ist widersprüchlich. Deswegen glaube ich, sind dann wieder bei der Übersetzung Fehler passiert. Und ich weiß es nicht. Gut, ich meine, mit dem Computerschirm haben wir gerade eh einen Bug. Das ist halt schade. Hm. Ich hoffe, dass das gleich raus ist. Ja. Okay. Ja, Lieben, so kann's gehen. Wir sind die Bugjäger. Bugfuckers. Bugfuckers. Es war ein Goryo. Are you kidding me? Hätte der Goryo denn gebraucht, das will ich das mal gucken. Interessiert mich auch. Kannst du die Abrechnung sparen, die interessiert mich nicht mehr.
Nee, also. Gregorio. Der hätte den Dots-Projektor. Ja, gut, wir konnten den Dots-Projektor halt nie sehen. Wir hatten EMF Level 5, Ultraviolett und was war das? Gefriertemperaturen. Ja? Mhm. Und der hätte statt Gefriertemperaturen die DOTS-Projektor gebraucht. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, einen Gorio zu betrachten, wenn er durch das Laser des Lichtgitters eines DOTS-Projektors läuft. Ja, ist lustig, wenn halt der Computer ausfällt. Aber es war lang genug an und es ist nicht durchgelaufen. Auch als Aktivität war. Also, irgendwas stimmt da nicht. Gab es da erst ein Update und ist das jetzt verschossenes Spiel? Nö, ich glaube, Stärken. Ein Gorio zeigt sich in der Regel nur vor der Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Schwächen. Genau. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Der ist ja durch die Gegend rumgewandert. Oder meinen die da wirklich rein? Ja, das weiß ich. Das ist auch eine sehr schwammige Angabe. Ja, wir wissen halt nicht, ob das sein Todesort ist oder einfach nur sein Territorium. Nein. Das ist die Sache. Egal. Aber das hier wieder mit den Beweisen finde ich ein bisschen hätte das vielleicht auch wirklich Sinn gemacht, weil du gesagt hast, dass du zuerst die Garage vermutet hattest. Dass er vielleicht in der Garage gestorben ist. Da war der Knochen auch in der Garage eigentlich. Ja, egal. Dass die Garage vielleicht der Todesort war und wir da halt dann theoretisch Kamera und Dings aufstellen hätten müssen. Und nee, er war ja definitiv in dem Zimmer, da hatten wir ja auch die Salze und Fußabdrücke und alles. Was aber nichts an dem Fakt ändert, dass wir auch Gefriertemperaturen hatten. Ja. Und wenn wir dann statt 3, 4 Beweise haben, ja, welcher ist der richtige? Ja, oder wenn du halt manchmal Beweise hast, also sichtlich, ja, das ist der Beweis, ja, das stimmt. Und dann aber was anderes haben hättest sollen, mit dem du halt die Ewigkeit nichts findest. Es kann sein, dass das besser wird, wenn unser Equipment besser wird, aber das ist jetzt ein bisschen bitter, muss ich sagen. Mhm. Naja. Aber die letzten Tage war es doch, glaube ich, nicht so schlimm. Also nö. Beim letzten Mal. Na egal. Ihr Lieben, es hat trotzdem sehr viel Spaß mit euch gemacht, das ist die Hauptsache. Ja. Danke, Xentor, danke, Marv. Bitteschön. Und ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Ciao, tschüss. Und hui, buh. Hui.